Und guten Tag, ich bin mal wieder total geflasht hier von diesen krassen Tunes. Und ich weiß wirklich nicht. Ich habe jetzt mal den rechten Schalter zuerst gemacht. Und ach, das war schon grundverkehrt. Oh, hier hat man uns eine Rampe hingebaut, dass wir leicht hier wieder hochkommen. Hier muss man denn dann. Okay. Ah, das hat mir schon mal geholfen, weil dann geht. Die habe ich gerade zuerst gedrückt, glaube ich. Und dann die. Ich schaue. Und ich springe ins Leere. Nee, gar nicht mal so. Schwing dich rüber, Lara. Sonst wirst du elendig in diesem Scherbenhaufen da unten krepieren. Ah, ja, jetzt bin ich hier. Ich kann mich zu einem weiteren Hebel. Hinaufziehen und diesen. Was war das jetzt wieder? Nee. Diese Konstruktion habe ich irgendwie in Erinnerung, dass die in dem, ja, Hauptraum hier war, und zwar irgendwo da hinten in der Ecke. Ja, da hinten. Das könnte behaupten, irgendwie, dass wir uns hier jetzt irgendwie hochangeln können, oder? Nee, so nicht. Ach, bitte bleib so. Nein. Ach, guck. Das war jetzt so ein bisschen Zufall. Und wir sind hier oben bei dem Kollegen. Ja, liegst du gut, bequem? Sieht gemütlich aus. Whatever. Das ist nichts. Aha, eine Kiste. Verschiebbar. Speichern, bitte. Schieben geht nicht, ziehen geht. Hat nicht so wirklich viel. Und da drauf komme ich nicht? Nein, natürlich nicht. Aber ich komme bestimmt. Wollte ich so nicht. Gott, wie war das noch? So hier, so hier, so hier, Bams, okay. Ist nichts Neues, doch das ist neu. Ah! Ich bin heute wieder extrem geschickt. Wenn man hier so stylisch mit einer Power Roll hier rüber jumpen und dann funktioniert es nicht. Aber ich habe hier gerade schon wieder was gesehen. Kann man sich so locker drunter durchhangeln. Was bringt uns das? Nichts. Doch, da kann man rein. Oh, sehr schön. Schucken. Nein. Böse Falltüren.
Gang. Es eröffnet sich uns ein Gang. Regel Nummer 1 nicht vergessen. Speichern. Und rüber da. Ich höre Schritte. Oh Mann, ich benutze immer noch die Automatik. Das ist taktisch nicht wirklich sinnvoll. Weil ich da nicht mehr so wahnsinnig viel Munition für habe. Speichern. Aber ich erkenne gerade, es bahnt sich ein neuer Abschnitt an. Oh oh. Ich guck noch mal hier von, was es hier noch gab. Ein Geheimnis. Hinter einem Scherbenhaufen. Das spare ich mir. Muss ich heute nicht haben. Weil ich habe mittlerweile, ja, ich habe herausgefunden, dass die Geheimnisse ja doch nicht ganz so unwichtig sind, wie man bislang erwartet hat. Es gibt Bonuswaffen, die einem sowieso wieder weggezockt werden. Oder die man so oder so im Nachhinein dann ein paar Meter weiter sowieso bekommen hätte. Oh, was war das? Ich habe da was gesehen in dem Wasser da unten. Da war was Gelbes. Da, nee, was Grünes. Noch ein Geheimnis. Oh, wie toll, wir können alle Geheimnisse sehen. Aber nicht erreichen. Ein Fisch. Ein Fisch, den wir hier mit normalen Pistolen. Angeln können. Plunsch. Tja, Frau Lara, Sie befinden sich immer noch in einem Schiffswrack. Aha. Das, na. Es ist nicht logisch. Rauf da. Das geht nicht. Nein. Ja, aber wie soll ich denn dann... Sind das Scherben? Das sieht komisch aus. Das ist kein normaler Boden. Da ist ein Spalt. Ah, das ist bestimmt so eine Bröckelplatte oder sowas. Ich versuche mich mal geschickt hinzustellen, damit ich an... Ja, aber ich habe es natürlich versiebt. Na, natürlich. Da solltest du nicht hin. Du solltest dich hier gerade vorstellen. Und okay, das geht nicht. Aber so, mit einem Backspin Double Flip Waffenzück. Nein. Oh Gott. Nein, andersrum. Pull up. 360. Nein, das, ich bin zu blöd dafür, es geht nicht. Ich wollte an diesen Steg da oben dran. Ich bin schon wieder hier, ich wollte auf die andere Seite. Bitte,
Junge Dame, komm hier rüber, bitte. Was willst du mir damit sagen? Da komme ich hin. Okay, ich sehe schon, ich bin in einer ziemlich aussichtslosen Lage. An dieser Weg. Ah, scheiße, ich schätze, das ist doch irgendwie die Lösung. Aber vielleicht können wir das hier auch auf die uncoole Art lösen. Ja, es funktioniert. Das war die uncoole Art. Vielen Dank dafür. Au, oh, hier war wieder so eine Zitter-Dings. Wo bist du? Ich hab dich gehört. Es würde mich auch nicht verwundern, wenn mir Sandsäcke auf den Kopf fallen würden. Vermag das der richtige Weg sein? Naja, es ist auf jeden Fall schon mal einer. Also ein Weg, dass der richtige ist. Schauen wir mal. So. Heb das auf. Da ist nichts. Aber es werden wieder mal Erinnerungen wach. Ja, werden es. Walte deines Weges. Okay, das ist... War hier unten noch was? Das will ich noch wissen. Stühle. Ja, das sind Stühle. So viel kann ich an dieser Stelle verraten. Königliche Stühle. Okay, an dieser Stelle werde ich jetzt nochmal speichern. Und im nächsten Teil freuen wir uns auf einen weiteren Levelabschnitt von Tomb Raider 2.